herzlich willkommen, liebe Sportfreunde bei Rhönfit TV. Wir sind in Polen, in Sosnowitz auf der dortigen Brieftaubenausstellung und jetzt beim Stand von Hans Hirn, der schon viele Jahre hier in Polen seine Tauben anbietet. Hans, wie lange bist du schon hier auf der Messe in Polen? Das erste Mal war ich in Polen 2003 bis 2006. Danach war ich dann 2007, nach dem Halleneinsturz, war ich also nicht mehr auf der Messe. Ich war also nicht mehr hier. Ich war auch nicht in Rostock damals. Und letztes Jahr war ich auch nicht in Kölzi, aber sonst war ich hier immer jedes Jahr vertreten. Ja. Und ich weiß, dass sehr viele Züchter auch mit deinen Tauben sehr, sehr gute Erfolge haben. Erzähl uns mal davon. Ja, gut, wenn ich natürlich Leute, die mir heute schon wieder gute Ergebnisse erzählt haben, da gibt es natürlich verschiedene, speziell bei Olympiade oder den Eurocup und so weiter, gibt es einige Tauben, die also mit Abstammung von uns hervorragend geflogen haben. Jetzt kommt sogar noch einer morgen aus Ungarn, der Eurocup, glaube ich, ist dieses Jahr in Rumänien. Richtig, ja. Und der hat da den zweitbesten, da muss ich jetzt wieder was dazu kaufen. Ja gut, aber man muss immer ein bisschen Glück haben im Taubensport, ne? Das gehört halt allgemein mit dazu. Ne? Ja, prima. Und das sind dann Tauben, die du extra für die Messe hier gezüchtet hast? Oder du hast ja auch den Jungschlag, wo nur Junge gereist werden. Sind das dann davon Tiere? Wie kann ich mir das vorstellen? Da sind welche mit dabei. Was ich aber auch fairerweise sagen muss, ich nehme manchmal ältere Tauben aus dem Zuchtstock raus, die sich wohl im Laufe der Jahre bewährt haben. Aber wenn es mal ein Alter von 8, 9 Jahren oder so, dann verkaufe ich die manchmal auch hier für einen günstigen Preis. Ne? Für was weiß ich. 500 Zloty sind etwas mehr als 100 Euro so ungefähr. Genau. Und wenn da einer noch Glück hat, weil die haben ja bei mir was gebracht, bewiesenermaßen. Und wenn dann noch einer ein bisschen Glück hat, und dann kann man da auch mal eine sehr gute Nachzucht züchten. Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, immer wieder mal kriege ich Resonanzen auch aus Polen. Züchter, die mit Tauben von Hans Hirn hervorragende Erfolge haben. Es ist immer wieder was dabei. Wer im Taubensport eine Ahnung hat, der weiß natürlich, dass nicht jede Taube oder nicht jede junge Taube eine gute Taube ist. Ja. Wir züchten immer noch mehr schlechte als gute. Leider Gottes, aber es ist Realität. Ja. Also da kommt man nicht dran vorbei. Ja, ja, dann aber noch viel Erfolg und einen guten Messeverlauf, Hans. Danke, ja. Ciao. Tschüss, danke.